Heute, was geht ab, Leute? Hong hier. Gerade ist aufgewacht, aber zu guten Neuigkeiten. Und zwar Safari-Zone-Event. Oberhausen, Centro. Die ganze Zeit nicht geantwortet. Oh mein Gott, ich habe die sogar privat angeschrieben. Ihr wisst, der Typ vom Parsing-Manager hat mich angequatscht und seitdem sind wir ein bisschen so. Sind in Kontakt auf jeden Fall. Dann habe ich ihn letztens mal gefragt: Hey, ihr seid alle Unibail-Rip Demco. Kennst du eigentlich die von Centro? Kannst du mir mal. Nicht die Nummer, sondern Kontakt klar machen. Er so direkt nach 5 Minuten geantwortet: Ja, Hong, hier gerne. Meine Kollegin erwartet deine E-Mail. Dann habe ich ihr geschrieben: Seit Tagen nicht mal eine Antwort. Facebook keine Antwort, Instagram keine Antwort. Was gibt's noch? Twitter keine Antwort. Echt traurig. Event ist in 9 Tagen. Und wir haben noch nichts gebucht. Keiner weiß, ob er überhaupt fährt, weil. Keine Infos bisher gab, aber jetzt endlich kamen die Infos. Event findet auf jeden Fall statt. Und es gibt mehr Sachen als überhaupt erwartet. Also, um ehrlich zu sein, ich hatte eigentlich nur die Kagamas und die Incognitos erwartet, wenn überhaupt. Und eigentlich wollte ich nur fahren für euch, für geile Videos, paar Leute treffen und sowas. Aber nach den Neuigkeiten kann ich auf jeden Fall sagen, ich bin sicher dabei. Aber was sind die Neuigkeiten? So, 16. 16. Ich dachte 15. Also 10 Tage. Ich habe gerade 9 Tage gesagt. Auf jeden Fall in 10 Tagen findet die Safari-Zone statt. Also der erste Tag in Frankreich, Deutschland und Spanien. Deutschland Zentrum natürlich. Es gibt eine besondere Ingame-Medaille. Das allein reicht schon. Für mich zumindest. Als Jäger, als Sammler, als krasser Spieler. Die will ich haben. Wieso nicht? Lockmodule gezündet. Das ist natürlich selbstverständlich. Besondere 2-Kilometer-Eier. Ist okay. Was halt nicht top ist bei diesen 2-Kilometer-Eiern, ist, man kriegt zwar coole Pokémon, aber die Bonbons von den coolen Pokémon fehlen. Also negiert sich der Effekt eigentlich wieder. Und dann gibt es noch ein paar besondere Pokémon. Die nennen Chanerga, die nennen Kagama, die nennen Lavita und viele mehr. Also vermehrt solche Pokémon ist auch schon okay. Bisschen Bonbons sammeln, vor allem den ganzen Tag. Da kann man auf jeden Fall ein paar geile Bonbons abstauben. Ich schneide gerade das Video. Ein kleiner Hinweis: Kangama, zweite Chance auf 100% natürlich. Oh yes. Und verschiedene Formen von Incognito. Ich frage es jetzt natürlich: Welche Buchstaben? Neue Buchstaben, wieder Europe. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Dann gibt es irgendwelche Lounges zum Chillen. Und hier steht: Irgendwelche Trainerkits. Kriegt man für Teilnahme an Aktivitäten. Also. Mal schauen, klingt cool auf jeden Fall. Ah, was sehr komisches, interessantes, keine Ahnung. Auf jeden Fall hier, das mit dem QR-Code, man braucht einen. Mit den Anmeldungen, die aber umsonst sind, aber nicht übertragbar. Was sehr leidend ist, weil ich dachte, falls ich keins bekomme, kriege ich irgendeins von euch. Dieser Plan ist jetzt gescheitert. Das heißt, ich muss hoffen, dass ich trotzdem eins bekomme. Rechtzeitig anmelden. Die Anmeldung findet bald statt, hoffentlich, über die Facebook-Seite des Einkaufszentrums. Also haltet da eure Augen offen. Und da steht, dass die Leute, die kein Ticket bekommen haben, trotzdem die Chance bekommen auf die Pokémon, die speziellen, die da kommen. Ich nehme mal an, die kriegen nur nicht die Medaille. Was schade ist, also ich hätte echt gerne die Medaille. Anmeldung erst ab 13 Jahren. Ich habe viele jüngere Zuschauer, die werden leiden. Keine Ahnung, was der Grund sein kann. Und dann am Ende haben sie auch noch die nächsten Events angekündigt. Zum Beispiel 7. Oktober, Prag und Dänemark. 14. Oktober, Schweden und Niederlande. Also, das Einzige, was für mich in Frage kommen würde, wäre Prag am 7. Oktober. Und auf blöd fahre ich da auch hin. Wieso nicht? Ich habe Studium beendet, ich bin arbeitslos momentan. Also, auf geht's. Aber das war's. Ein paar Neuigkeiten, endlich ein paar handfeste Informationen. Jetzt müssen wir nur noch die Anmeldung abwarten und hoffen, dass jeder ein Ticket von uns bekommt. Aber das war's. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr hinfahren wollt und was ihr von den Sachen haltet, die dort angeboten werden. Und hoffentlich kriegen alle von uns ein Ticket. Ansonsten natürlich wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.